Das ist die italienische Riviera und es ist das Jahr 1960. Der Sommer, in dem sich der junge Nino unsterblich verliebt. In die ebenso schöne wie unerreichbare Marina. Hallo, ich bin Grit Landau, die Autorin des Romans Marina Marina. Und das ist tatsächlich auch mein zweiter Vorname. Wegen des Schlagers, den meine Eltern damals so mochten. La 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 la. Den kennt jeder, oder? Sehr schön. Doch bleiben wir lieber im Jahr 1960. Bleiben wir bei Nino und der Frau seiner Träume. Auch Marina hat einen Traum und eine geheime Liebe. Doch wer das ist, darauf kommt Nino erst Jahre später. Das Kernthema des Buches ist eigentlich die Liebe. Also was sie mit dem Menschen macht, wie sie jeden prägt. Gerade auch, wenn sie halt nicht da ist, wenn sie fehlt. Ich wollte aber natürlich auch über all die schönen Dinge schreiben, die ich an der ligurischen Küste so mag. Die Kultur, die Musik, das gute Essen und dann auch die faszinierenden Gegensätze. Da hat man an der Küste diese mondänen Strandbäder und mit ihrem ganzen Dolce Vita und den Luxushotels. Und wenn man dann hoch in die Berge fährt, dann hat man da winzige, uralte Dörfer mit ganz alten Traditionen und den ganzen Hängen voller Olivenhaine. Es geht im Roman Marina Marina aber auch um die wechselvolle Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert. Um Väter und Söhne, um Freundschaft, Verrat und Sühne und die langen Schatten der Vergangenheit. Denn wo Licht ist, da ist doch Schatten. Nicht nur im Roman. Vieles im Buch hat auch einen wahren Kern. Meine Mutter zum Beispiel, die ist 1960 mit 20 Jahren in ihrem allerersten ersparten Italienurlaub in Arma di Taccia mit einem maroden Hotelbalkon 4 Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Dabei hat sie sich das Rückgrat angebrochen und musste tatsächlich 10 Wochen im Gipsbett in Sanremo liegen. Wie durch ein Wunder hat sie von diesem Sturz keine gravierenden Schäden davongetragen. Doch die Zeit in der Klinik war schrecklich öde und vom Sommer in Bella Italia konnte sie vom Gipsbett aus erstmal nur träumen. Das ist im Buch natürlich anders. Versprochen.